Ja, ich kann nicht anders, als das jetzt hier aufzunehmen, um das dann teilen zu können, liebe Susi, weil du mir jetzt gerade, boah, es war ja nur eine halbe Stunde, so ein geiles Coaching gegeben hast, Ja. was ich alleine einfach nicht so hingekriegt hätte und schon gleich gar nicht in einer halben Stunde. Hallo? Ja, das ist halt jetzt auch schon, würde ich sagen, mal eine Frucht. Ne? Das sind ja Früchte, Früchte von deiner vorigen Arbeit, die du ja ständig tust mit dir. Das Auf heißt. jeden Fall. Aber wenn ich so ein konkretes Problem habe, wie ich vorher mit zu dir gekommen bin, gesagt habe, das will ich jetzt gelöst haben. Ich will diese Scheiße aus meinem Leben raus haben. Ja. Dann ist Ist es. es sinnvoll, mit jemandem darüber zu sprechen und es praktisch in einem Gespräch auch da oben erstmal rumzubeugen, ne? Und dann irgendwie wie die Teile, wie Puzzleteile, ne? So, ach nee, das passt nicht, das vielleicht, hier ist noch ein Randstück. Ja, und so bist du eben das hingenöttelt hast irgendwie. Genau, Das, und weil ich mache das ja, aber ja. du guckst, dass die Richtung bestehen bleibt Genau. und Und ich, holst das Zeug aus mir raus, dass es so hinkommt, dass ich mein Verstand in meiner Denke, in meinen Bildern, in meiner Welt ja, etwas Neues kreieren kann. ganz genau. Und das ist halt auch ganz interessant und wichtig, weil die andere dich zum Beispiel was fragt, was ganz anderes fragt, was du dich fragen würdest, weil du fragst dich ja ständig immer dasselbe. Jetzt frag die mal was anderes, dann kommst du erstmal, kommst du schon mal raus. Das heißt, du kommst in eine andere Wegabzweigung und da liegt plötzlich das Teil, was du schon ganz lange suchst. In eine Und wenn ganz man. andere Welt bin ich gekommen, Ja. weil, aber ich bin in meine wahre Welt gekommen, Ja. ja. Ich habe meine Bullshit-Welt, hast du mir geholfen, zu verlassen, in diese Welt meiner Wünsche, Träume und meiner Wahrheit zu kommen Ja. und für mich dann ein Bild zu erschaffen, weil deine Vorstellung, dein Bild ist Gott, Genau. das mich trägt. Mich, das ist mein persönliches Ding, das ist mein persönliches Bild, das kann ich nicht kopieren, das kann ich nicht abschauen, das kann ich nicht übernehmen, das muss ich selbst erschaffen. Und das kann ich auch, zum Beispiel, ich hätte dir das ja nicht erzählen können, das hat mit mir gar nichts zu tun. Ich habe dir nur gesagt, guck mal, da liegt rot und da liegt grün und da drüben liegt gelb. Und jetzt machen wir es draus. Ja, und warum ich das jetzt hier aufnehme und teile, ist, um zu sagen, dass wenn man den Anspruch hat, es wirklich selber zu machen, dass man dann nie, 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 niemals in diese Tiefe und diese Klarheit kommt, dass der Verstand einfach sagt, ich gehe jetzt hier raus aus dem Coaching mit der Susi nach einer halben Stunde, sagt, that's it, it's done, es ist gemacht, es ist kreiert, es ist erschaffen, es ist meins, das gehört mir, das gehört zu mir. Und das, wie ich gestartet bin, das geht's gar nicht mehr. Hat sich verändert, weil das einzig Konstante die Veränderung ist. Und das Witzige ist halt, dass man kann schon bis zu einem bestimmten Punkt kann man kommen, aber es ist so viel leichter, das auch in so kurzer Zeit zu erreichen mit einer anderen. Und ich weiß, dass dieses Bild, das wir gemeinsam erschaffen haben, von dir mitgetragen wird, über mich. Ja, habe Ich ich auch. weiß, Es wohnt ja auch in mir. es wohnt auch in dir und ich weiß, du siehst mich so. Genau. Ich bin so erschaffen. Genau. Und Mein, da ja, wirken ja alle diese Dinge dann plötzlich. Dann ganz wirken es ja genau. diese Voraussetzungen, die mir ja immer sagen, dass du deine Welt erschaffst hier zuerst. Und jetzt erschaffst du das, weil du dein Bild gemalt hast und mir erzählt hast, dein Bild. Das heißt, dieses Bild ist auch in meinem System. Und das, ja, Dann dupliziert ist es da, sich, es ist vermehrt kreiert, sich. es ist da, es ist da, es ist Es da, ist es da. ist da. Es ist Realität. Es ist Realität. Genau. Und ich muss nicht im Außen schauen, wo ist es denn, wo ist es denn, weil es ist in mir, es wohnt in mir und das weiß ich jetzt. Genau. Und dann kommen die Geschichten
die Erfahrungen, die Situationen. Die Spiegelungen im Außen. Im Außen. Die Spiegel, ja. Also das, was du jetzt nach außen gibst, dadurch, dass es in dir wohnt, kannst du jetzt wieder gucken. Ja, aber ich kann jetzt gehen. Ich kann mein Zeug machen. Ich habe hier meine geile Schöpfungskraft gemacht. Ich muss an nichts mehr denken, weil ich weiß, es ist getan. Ich habe es getan. Ich habe den Bullshit liegen lassen, der immer so aktiv und da war in meinem Leben, mhm, und habe etwas Neues erschaffen. Genau. Und deswegen ist jetzt auch der Verstand und das mit an. Alle da sind voll an Bord. Ist es aufgeschrieben. Er weiß jetzt, wo er hingucken will und hingucken darf. Und das will er ja immer. Alles gut. Und ich habe wirklich Bilder mit dir kreiert. Ich habe dir eine Geschichte erzählt, mhm, mit Bildern, wie das für mich aussehen möchte, was ich haben möchte. Genau. Und zwar, ich habe dir die Geschichte erzählt. Du nicht, sondern ich habe alles selber gemacht und nur so geht es. Ja. Jede muss das selber machen. Jawohl. Aber mit Anleitung von einer, und ich hätte in der Mitte wieder aufgehört. Ja, damit bin ich voll zufrieden. Nein, das ist eben. Und dann kommt die Suche und sagt, ist das jetzt dein Endbild? Das hört sich ziemlich anstrengend an, wenn da jetzt die Schlaufe von dieser Szene in deinem Leben permanent laufen würde. Dann habe ich gesagt, ja scheiße, ja genau. Ich will das zwar erleben, das ist geil. Ja, das ist ja der Weg. Eigentlich, um das geht es mir ja gar nicht. Mir geht es ja wirklich ums Ende. Und dann schiebt mich die Susi ins Ende und sagt, hey, Patricia, wie sieht es denn im Ende aus? Jetzt gehen wir mal wirklich living in the end. Worauf kommst du denn wirklich an? Ja? Hätte ich schon wieder aufgehört und habe gedacht, ja, super. Ja, aber das ist ja das Schöne dran, dass man auch wirklich zu zweit in das Bild dann einsteigen kann. Ich, weil ich es erzählt kriege, du, weil du es erzählst. Und dann geht es ja auch seinen Gang. Das ist ja irgendwie, das ergibt sich dann so. Ne? Das gibt so eine Dynamik mit Bilder und Wort. Das ist genau das, wie die ganzen Sachen laufen. Wie Bewusstheit Realität erschafft. Genau so ist das. Genau so ist es. Und ich teile das hier, weil ich dir, du, wo das jetzt hörst, dir so ans Herz legen will. Ich mache das so in meinem Leben. Ich suche mir jemanden. Ich höre auf, wenn das kommt. Ich höre auf, rumzueiern. Ich weiß, ich kann das lösen. Und ich weiß, wenn ich da Hilfe kriege, dann geht es in einem Fingerschnipp, halbe Stunde, dann ist die Scheiße gegessen. Leute. Macht das, bucht bei der Susi oder einer anderen Mentorin eurer Wahl. Aber bucht es, verflixt. Wenn ihr 4 Stunden habt, könnt ihr... Das sind mindestens 8 Probleme, die man lösen kann, oder? Locker, mindestens. Aber man darf ja auch nie vergessen, also das ist wirklich ein ganz wichtiger Erkenntnis bei mir, wenn man gewisse Sachen löst, dann fallen viele, viele andere hinten gleich mit weg, weil das irgendwie zusammenhängt. Also das ist dann viel umfassender, als man eigentlich am Anfang dachte. Ja, und dann macht es plopp und dann sagt er, dann kommt ein Neues, das du überhaupt noch nie wahrgenommen hast, weil es halt stört. Das stört dein Paradies. Da kommt etwas, du hast dir eigentlich schon ein ziemlich geiles Paradies erschaffen, dann kommt wieder so eins wie heute bei mir, so ein nach oben. Genau. Und dann heißt es nur so, ich gehöre hier gar nicht hin ins Paradies, aber wie soll ich denn sein in deinem Paradies? Und dann muss das halt eingepasst werden, dieses Thema. Sonst bin ich immer wieder gestört davon in meinem Paradies, oder? Ja, genau. Und es kann so individuell sein, also dieser Vorgang, und die Bilder können so individuell sein, die Fragestellung ist total individuell. Also es geht überhaupt nicht um eine Formel oder um ein Schema, sondern es ist nur deine eigene Wahrnehmung, die eben ja manchmal nicht mit dem zusammenpasst, was du willst. Und das bringt man eben zusammen in so einer Geschichte, die man jemand anderem dann erzählen kann. Und dann irgendwie, ja, das ist eigentlich eine wunderbare, ganz smooth Art und Weise, damit umzugehen. Also ich musste das jetzt unbedingt, wir waren ja schon fertig, ich wollte das unbedingt noch aufnehmen, jetzt gerade hier frisch. Weil es einfach so, so wichtig ist, dass das Mensch das versteht, dass Menschelein, ja, das Verstandelein, dass der diese Informationen kriegt und dann irgendwann mal aufhört zu sagen,
aber ich muss doch selber, ich muss doch selber, ich muss doch alleine und bla 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 bla. Das geht sowieso nicht. Und das ist sowieso das oder es ist halt viel zu... Nein, das ist ja, aber ich meine, ich habe jetzt schon auch lange daran gearbeitet, dass ich meine richtigen Coaches für mich kreiert habe. Ja, ja. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das, was wirklich richtig geil und gut für mich ist, ist für jeden anderen da draußen, der das hört, eben auch richtig geil und gut. Und ich habe es für uns gemacht. Ich habe es nicht nur für mich gemacht, sondern ich teile. Das ist das Gute dran. Genau. Das ist das Gute dran. Ich habe etwas kreiert, was für mich so wertvoll ist. Und ich teile es jetzt. Und diese Energie gibt es jetzt. Nehmt es an, nehmt es an. Und wenn ihr nicht gleich in die Frau, die alles kann, springen könnt, weil ihr euch da noch Zeug erzählt, dann holt euch wenigstens diese 4 Stunden. Es kann jeden Moment übrigens sein, dass wir sagen, das machen wir jetzt nicht mehr, weil es zu viel Aufwand ist für uns. Dann müssen wir das reduzieren. Und dann wird es teurer. Es ist einfach so, Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Und es ist halt jetzt einfach immer so. Ja. Deswegen. Also, holt euch ran, das. Ran an den Speck. Ran an den Speck. So geil. Tschüss. So ist es halt. Kann jetzt halt auch nichts dafür. Aufnahme stoppen. Aufnahme stoppen.